Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir machen nun gemeinsam hier weiter. Die Frage ist, womit? Denn wir gehen also auf jeden Fall erstmal hier rein, denn da haben wir wieder mehr. Ne, da wird einfach mehr angezeigt. Geben dir Tempo extra, Bombencounter. Ich weiß nicht. Feuergefecht. Machen wir das. Warum auch nicht, ne? 5 Operator-Abschüsse mit Schrotflinten, ja? Haben wir überhaupt ein Schrotflinten-Setup? Ja, das hier. Aber das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so meins, ne? Also generell die Waffe, hier die mit dem anderen Verschluss, die war ganz cool. Ne, die Bryson 800, die Bryson 890 ist so... Ich weiß nicht, ne? Weil guck dir die Werte an, eigentlich sind die nur besser geworden. Außer ein bisschen die Mobilität und Handhabung, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Tja, selbst die Feuerrate ist eigentlich besser geworden, ne? Weil du musst halt nicht immer durchladen, ne? Beziehungsweise die Hülse auswerfen und nachladen, sondern das ist halbautomatisch, ne? Geht alles automatisch. What? Ach, wir kriegen hier fest definierte Setups. Ja, gut, okay. Ja, ist natürlich doof, weil da keine Tarnungen drauf sind. Das heißt, es gibt auch keine Fortschritte. Es sei denn, ich spiele jetzt hier mit die Pistole. Das wäre ein Modus gewesen. Oder alle Bedrohungen im Einsatzgebiet beseitigen. Fuck. Okay, nichts mal mehr anstrengend. Das wäre ein Modus für, du hast das Spiel gekauft. Und wenn du noch gar keine Waffe irgendwie so weit gelevelt hast, dass die irgendwie schon Tarnungsherausforderungen hat oder, ne? Wo du zum Beispiel einen Schalldämpfer brauchst oder dies oder das, ne? What the fuck? Der hat mich ja mal ganz zügig rausgenommen. War vielleicht auch doof, ich hab nicht dran gedacht. Feuerstoß, ne? Die Runde ist verloren. Setz den Fokus auf die nächste. Aber naja. Alles Draja, den Feind eliminieren oder die Flagge sichern zum Gewinnen. Ach fuck, das ist eine Pumpe. Ach scheiße, ich wollte gerade das Ding dagegen werfen. Das war eine Pumpe, ich dachte, das wäre ein Granatwerfer. Haha, Hilfe! Sehr schön, der Kollege hat das nochmal gerettet, was ich versaut habe. Na klar, auf der normalen Distanz von der Seite hätte ich den rausnehmen können, aber ich wusste ja nicht, dass das eine Schrotflinte ist. Wann habe ich schon mal einen Unterlauf-Mod irgendwie benutzt, ne? Also so Schrotflinte-mäßig oder... Ne, genau. Oha, er hat bestimmt auch Revolver benutzt, oder? Dieser eine Schuss. Nee, tatsächlich nicht. Oh, shit. Großes Magazin, so wie es aussieht. Ich hab das Hüpfen gehört, ne? Das ist das. Und dann konnte ich auch damit arbeiten. Und zack, weg war es. Sehr schön. Ich mag das Gewehr eigentlich. Die Optik ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe ja gehört, dass links schon einer ist, aber was soll ich machen, ne? Entweder oder. Kommt safe von links, glaube ich. Oh, das war mies. Aber passiert den Besten auch mir schon mal. Links, ja. Der ist schon rechts. Der kommt gleich rechts an den, zwischen den Containern. In der Mitte kommt der raus. Ja, sag ich ja. Diese Runde verloren. Bereit machen für die
Aber warum hüpfen diese Leute? Ne, die Schritte, die hörst du so ein bisschen, aber das Hüpfen, das ist so markant. Das kriegst du auf jeden Fall mit. X13 Automatik. Jo, was ist denn das für eine Modifikation hier? Auch nicht schlecht. Fuck, Mann! Ja, hab ich mir schon gedacht. Ah, scheiße, ich dachte, der kommt jetzt links. Ach, fuck. Ah, nee. Ich hätte einfach nur weiter draufhalten sollen. Ich dachte nicht. Ich dachte, der wäre schon schneller und wäre schon woanders. Da-dum. Naja, wir haben ja noch drei Chancen. Oder zwei, sagen wir mal so. Ah! Ja. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Na, sieht gerade nicht gut aus. Ich finde, Chipman ist auch einfach die falsche Karte dafür, ganz ehrlich. Was? Fuck! Oh. Schon sagen, warum hat er keine Waffe in der Hand? Warum läuft er da mit den Fäusten rum? Oh nein, er hat so eine Handgranate in der Hand. Shit. Ja, damit hat er mich bekommen, weil ich einfach nicht wegkam. Bin abgesprintet, aber... Ne, keine Chance. Ich hab's doch einfach wirklich zu spät gemerkt, ne? Ich dachte, der wechselt die Waffe, also dann von Hand auf, ne, von Fäuste auf Waffe und piekt und dann sehe ich Granate, will dann wegrennen und dann war's schon wieder zu spät. Tja. So ist das. Aha, jetzt gibt's die Karte, okay. Naja, gut. Hm. Ah, X13 auf maximaler Stufe. Sehr schön. Ne, also, ja, nur wir haben halt viele MPs oder Sturmgewehre halt schon auf der maximalen Stufe. Deswegen ist das für uns jetzt ein bisschen blöd, wenn genau diese Waffen kommen, ne, weil es bringt uns nicht weiter. Und es hat auch nicht zum Beispiel die Goldtarnung drauf oder so. Also für die normalen Herausforderungen geht das ja noch, ne. Aber für Gold, Silber, was wir ja noch nicht haben, oder Platin, wie man das hier nennt, ne, da kommen wir halt mit diesen Meisterungen nicht weiter. Weil wir die Tarnung dann natürlich nicht drauf haben, wenn wir nur Standard-Setups dann. So, Pistole und Kampfgewehr. 762 müsste ein Kampfgewehr sein. Alles Straja, den Feind eliminieren oder die Flagge sichern zum Gewinnen. Da hinten. Ah, scheiße. Direkt beide weggesprengt, ne? Scheiße, der muss sich doch jetzt so einen weglachen. Ach, Kacke. Das war Glück. Kannst mir nicht sagen, dass es geplant war. Ja, der konnte ja nicht wissen, dass wir da langlaufen jetzt. Ich befürchte, die sind entweder oben oder unten. Oh, die haben unten versucht. Jetzt bist nur noch du übrig. Bring die Mission zu Ende. Scheiße, wo sind die Schweine? Wir erobern die Flagge. Fuck, nein, er hat's gesehen. Scheiße. Er hat einfach in die Smoke reingehalten, ernsthaft? Scheiße. Ich hätte mich ein bisschen anders hinlegen sollen. Sehr schön. Seid bereit, erneut zu gewinnen. Tja, C4, ne?
Aha. Ich weiß überhaupt nicht, wo der andere sitzt. Ah, fuck, jetzt weiß ich's. Irgendwo da hinten. Ach, scheiße, das war dumm. Ja, ich hab den Schatten, hab ich beobachtet, ne? Scheiße. Ich wollte gerade Sprengstoff rüberwerfen, den wegsprengen, aber es ging nicht. Ich habe ja schon den Sprengstoff geworfen, weil ich mir dachte, hey, den schmeißt du da hin. Und wenn der rein versucht reinzurennen, ne, oder sich dann da hinschmeißt, um halt die Position einzunehmen, dann machst du den halt einfach rund, ne? Dann springst du den einfach weg. So, mit dem Weg sollten die jetzt nicht rechnen. Ja, bei dem anderen habe ich einfach keine Treffer hingesetzt. Ja, ist halt so. 82 zu 100. Die haben ein bisschen mehr, Wir sichern die Flagge. Ja, ja, das ist das. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Ja. Was willst du da machen? Die X13 ist nicht so meins. Vor allem nicht so modifiziert. Ey, das ist ja schrecklich. Über mir? Jetzt bist nur noch du übrig. Bring die Mission zu Ende. Ah, scheiße, warum kann ich nicht schießen auf der Scheißleiter? Ich kann zielen, aber nicht schießen. Ich habe extra abgedrückt. Warum hat der nichts gemacht? What the fuck? Ist doch eine Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffen kannst du sonst, wenn du irgendwo dran hängst, schießen. Digga, was soll denn das? Was ist denn das für eine Scheiße gerade gewesen? Boah, Digga. Boah, da bin ich ja mal richtig abgefuckt jetzt von. Ja. Ah, scheiße. Also an seiner Stelle würde ich da einen Smoke hinschmeißen oder gut, du hast nur einen Flashbang, ne? Ja, nee, scheiße. Mission kompromittiert. Wir sind besiegt. Die kriegt doch bestimmt mit Sicherheit die Ansage, der Feind nimmt... Oha, mit einer Kugel. Nice. Der Feind nimmt den Perimeter ein oder so. Deswegen... Tadam. Na, aber es sind ein paar schnellere Runden. Obwohl es mehrere Teilrunden sind, ne? Geht's halt schneller als so eine normale Runde, bedeutend schneller. Und dann kriegt man mal auch wieder Abwechslung, weil man hat ja eigentlich so seine Lieblingswaffen, ne? Ich habe meine Lieblingssturmgewehre, meine Lieblingsmaschinenpistolen. Da wird ja nicht viel experimentiert, leider. Ne? Es sei denn, jetzt, ich will die von der Stufe mal hochkriegen. Aber sonst, ne? Die BASP ist dabei. Die AK ist dabei. Ne? So, die Pistole. Gut, die hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen geändert, weil ich da ja das eine oder andere noch, ausprobieren wollte, freischalten wollte und, ne? Oder weil ich einfach an die Waffe gewöhnt bin, die gut spielen kann oder relativ gut. Feuer, ja, aber sonst, tja. Oh, mit langem Lauf. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ne? Ja, langer Lauf. Hello there. Alle Bedrohungen beseitigen oder die Flagge sichern zum Gewinnen. Ach, fuck, einer hat noch gefehlt, glaube ich. Werden wir jetzt sehen. Ah.
habt diese Runde gewonnen. Bereitet euch auf die nächste vor. Oh, shit. Der Fuß war's. Hab ich das richtig gesehen? Ich vermute schon. Oh, fuck. Eier auf die Schnauze bekommen. Ah, fuck. Ich hab nur was fliegen sehen. Da wusste ich schon, mit mir ist es geschehen. Nee, der war ein bisschen zu weit. Der hätte kürzer kommen müssen. Ach, scheiße. Alles Draja, den Feind eliminieren oder die Flagge. Ah, die 9K, das ist schon mal ein ganz anderes. Eine ganz andere Situation jetzt. Habe ich es mir gedacht. Sehr schön. Das war das Wurfmesser. Weiter! Shit, ich hab da echt nicht mit zwei gerechnet. Ich dachte, der eine wäre noch hier vorne, auf der anderen Seite. Verdammt! Verdammt! Ha! Vorne! Vorne ist die. Ey, ich komme bei der Waffe nie drauf klar, dass da vorne die Optik ist. Ja? Kommt da noch was? Ja. Ach, scheiße, wieder zu zweit. Ja, keine Chance. Tatsächlich hat auch der mich rausgenommen. Ja, das ist halt so, ne? Hätte ich gewusst, dass sie von da kommen, wäre ich einfach durchgepusht auf die andere Seite. Und dann hätte ich geguckt, der mir irgendwie so versteckt, dass die mich suchen dürfen. Alter, der hat sich hingelegt. Du Schwein, du. Einfach hingelegt. Was eine Sau, ey. Ach, verdammt. Die Runde ist verloren. Setz den Fokus auf die nächste. Oha, scheiße. Wie knapp war das an dem Messer vorbei, was ich geworfen habe. Ach, scheiße. Ah, fuck. Mist. Ach, verdammt, wie kann das denn? Was hat der für Superreflexe? Ja, genau. Shit. Die Minibug. Die Minibug, die Minibug, die Minibug. Oh. Da will einfach keiner sterben. What? Okay, das habe ich jetzt bei der Wiederholung komplett verpasst. Was hat er gemacht? Oha. Okay. Geil. So, diesmal wahrscheinlich wieder eine Schrotflinte. Kein Mörser. Oh shit. Fuck. Ekelhaft. Oh shit. Ich hätte die Schrotflinte nehmen sollen. Für die Ecke.
Dafür ist er ja dran. Auf der Distanz mit einer Schrotflinte, da hätte nur ein Schuss gereicht, denke ich. Meint er wirklich, die kommt da? Tatsache! Und er hat direkt getroffen. Ja, moin. Oh, Junge. Auch direkt die richtige Höhe gehabt. Boah, es ist aber unfassbar eng gerade, ne? Das ist einfach so. Jetzt bist nur noch du übrig. Bring die Mission zu Ende. Mission gescheitert. Zurück zur Basis. Wo hat er den hingeschmissen? Ja, genau, der geht da so knapp an der Seite vorbei. Alter. Meinst du, sonst wäre ich doch nicht da stehen geblieben, ey. Boah, ich krieg die Krise, du. Nee, einfach nee. Kannst mir nicht erzählen. Oh ja, die Karte, die finde ich schön. Die kommt viel zu selten auch im normalen Matchmaking. Finde ich einfach schade. Vielleicht liegt es auch am Modus immer, den ich halt spiele. Weil ich immer den falschen auswähle, um auf die Karte zu kommen. Aber keine Ahnung. Die habe ich ja schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen, die Karte. Leider. Ich finde sie mega. Du hast halt in Gebäuden kürzere Distanzen, hast verschiedene Etagen, wo du auch mal so an einer Rolltreppe oder an einer Treppe fighten kannst. Dann hast du ja auch draußen im Garten verschiedene Ebenen, wo du halt arbeiten kannst. Ne? Du hast über die große Fläche, aus der großen Karte, ne, hast du halt, kannst du halt mit einer Sniper, mit einem DMR, kannst du mit allem kämpfen. Und sonst kannst du dich auch hinter einer Säule verstecken und langsam halt von Deckung zu Deckung wechseln. Also die Karte bietet wirklich alles, ne? Und so ein Shipment zum Beispiel, das bietet das halt nicht, ne? Shipment hat keine wirklich großen Distanzen. Dafür hast du da Deckung. Dafür hast du aber die Deckung nur von einer Seite, weil du wirst immer von einer Seite irgendwie beschossen oder es hüpft einer gerade um die Kiste oder so, weil er aus der Mitte rauskommt und mäht sich dann weg, ne? Weil, ja, das ist halt was ganz anderes, ne? Und die Karte in groß, die finde ich eigentlich mega, weil da hast du alles, ne? Und da ist auch mehr Abwechslung, ne? Du hast halt nicht, ja, nur das, ne? Nur Close Distance, nur dies, nur das, ne? Also nur Long Distance oder so. Sondern du hast halt einen Mix, ne? Läufst du 5 Meter weiter, hast du ein ganz anderes Spielverhalten, was du an den Tag legen musst, als vor 5 Metern, ne? Und sowas gefällt mir halt. Abwechslungsreiche Karten, so würde ich das einfach mal nennen. Das ist genau wie das Hotel. Das Hotel hat einmal in der, innen, wenn du aus dem, ja, keine Ahnung, aus dem großen Saal, wo oft der Spot ist zum Einnehmen, und da rausgehst zu dem Haupteingang, ne, wo die große Glasfront ist und oben diese Brücke. Wenn du von da auf die andere Seite schießt, so, da hast du halt einmal in dem Korridor, hast du halt eine lange Distanz. Da hast du einmal draußen, ja, vor dem Hotel an der Straße hast du, und hinten auf dem Parkplatz hast du größere Distanzen. Alles andere ist Close Distance eigentlich, ne? Gefecht. Was für so ein 2 gegen 2 geil wäre, fände ich, wäre Moment. Fuck.
Was da geil wäre, wäre so, zum Beispiel so ein Transportflugzeug oder so, ne? Und da hast du so zwei Etagen. Oder so. Ne? Oder vielleicht auch drei Etagen. Und dann kann es sein, dass du dich entweder begegnest oder du umläufst dich. Da musst du schnell das merken, umdrehen oder so. Na, das wäre auch ganz cool. So eine richtige Close Distance Sache. Das wäre auch noch cool, aber sonst haben wir hier schon eigentlich relativ viele Karten, die ganz cool sind. Nachladen, ich muss nachladen, dringend. Flagge, ne? Fuck. Der Feind nimmt die Flagge ein. Na, scheiße, zu hoch gezielt. Hab's da gehört, dass er sich hingeschmissen hat. Ach, scheiße. Da, ganz knapp vorbei rechts. Ach, scheiße, du. Fuck. Ich hätte doch die Kurzwaffe nehmen sollen. Na, für die Distanz. Ah, fuck. Zwei dumme, ein Gedanke. Ah, shit. Aber die sind vorgerannt, ne? Ich wollte zurück und dort bleiben, aber es hat nicht funktioniert. Gehen wir hier raus und direkt snipen. Fuck, Waffe leer! Oh, shit. Von hinten erschossen. Ich wusste ja nicht, dass wir auf der anderen Seite auch noch versagt haben. Oh, in den Oberschenkel. Und der Rest daneben. Scheiße. Och nein, nicht der Revolver. Ich hasse ihn einfach. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Der Revolver ist halt einfach mehr als widerlich, ne? Scheiße, müsste ich einschlagen, aber will ich nicht. Das hört man. Wir warten eben. Ich höre den Feind nämlich nicht. Fuck! Von der Seite, die Sau. Yes! Wow, gefühlt das erste Mal, dass ich mit diesem blöden Revolver mit der riesen Optik da getroffen habe. Eieiei. Gleich nochmal, weil es so gut funktioniert hat. Ah, fuck, direkt jetzt weiter. Jetzt bist nur noch du übrig. Ach nö. Ach nö. Verloren. Setz den Fokus auf die nächste. Wow. Selbst Knüppeln hat nicht mehr funktioniert. Ich wollte die wegknüppeln. Da man sieht, wie ich ausgeholt habe, aber scheiße. Zumindest nicht der mit den wenigsten Kills. Und nicht der mit den meisten Toten. Sehr schön, wieder ein Level up. Hier auch sogar ordentlich Erfahrungspunkte gesammelt. Obwohl es ja nicht so der beste Revolver ist. Also der Revolver ist eigentlich geil. Mit den Modifikationen, die ich habe. Perfekt. Aber der ist halt einfach nicht mehr geil, wenn du sagst,
Brauchst du so eine richtig dicke Optik drauf. Macht einfach gar keinen Sinn. Ein Rotpunkt oder so, okay. Aber das ist so ein dickes Ding, nee. Einfach nein. Ja, ich würde sagen, Battle Pass Socken haben wir jetzt hier verwendet, ne? Und der nächste geht dann... Ach du Scheiße, sieht das kacke aus. Den werde ich auf jeden Fall mit Sicherheit niemals benutzen. Aber einfach nur kaufen, damit ich hier im Battle Pass... Na, hier am Battle Pass auf die nächste Ebene komme. Ne? Damit ich halt hier das Gewehr kriege. Und vor allem da die Maschinenpistole. Die Lachmann MP. Genau, das ist nämlich noch, glaube ich, eine, die gelevelt werden muss, wenn ich mich nicht irre. Können wir eben nachschauen. MP, Lachmann. Ja, genau, die muss nämlich noch gelevelt werden. Da haben wir schon Setups, ne? Das mit der dicken Optik. Ist so, naja. Und die ist so, ja, ist okay. Und dann hätten wir vielleicht noch eine, die uns vielleicht noch etwas besser liegt, ne? Aber das würde ich dann sagen. Schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an, wenn wir weiter in die Richtung gehen, ne, mit dem Battle Pass. Da werden wir dann gucken, dass wir so langsam mit den Punkten, die dort in die Richtung ausgeben und dort weiterkommen.